Der Nachtwächter. Mein Name ist Sebastian. Ich bin Nachtwächter in diesem wunderschönen Museum. Und ich bin heute da, um euch ein bisschen rumzuführen. Herzlich willkommen zu Nachts im Museum. Ähnlich wie der Film. Ich liebe den Film. War eine Inspiration für mich, hier anzufangen. Ich führe euch einmal ganz kurz rum und zeige euch, was es alles so gibt hier. Ne? Hier, zu Beginn, Wikinger-Klamotterei. Wir haben hier einen schönen Elefantenkopf. Das ist mein Chef. Ab an die Arbeit. Alles gut. Ja, das ist mein Chef. Der beobachtet mich hier bei der Arbeit, das ist aber auch fein. Hier rechts sind schöne, große Grizzlies. Als Nachtwächter ist natürlich die Aufgabe hier, dass man hier für Sicherheit sorgt. Ne? Dass man schaut, ob nichts geklaut wurde, dass die ganzen Racker hier nicht durch sind, irgendwas gemacht haben oder irgendwas verändert haben. Denn meine Devise lautet, wir hinterlassen Dinge so, wie wir sie vorgefunden haben. Hier haben wir Wölfe, hier ist so ein großer Bigfoot, ne? Der ja auch als Teil von dem Ganzen hier behandelt werden sollte. Guck mal, hier eine Häschenschule. Guck mal, dann haben wir hier eine Schäferin, einen Schäfer und hier noch ein, wie nennt man das? Ein Bienenhirte. Das hier ist Frau Müller! Frau Müller! Frau Müller! Ja? Ich mache jetzt erstmal für heute meinen Rundgang, beende ich, okay? Ja, mach dit! Also das ist Frau Müller, der geht's wohl heute nicht so gut, aber gut. So, und wenn ich fertig mit meinem Durchgang bin und ich denke, alles ist in Ordnung, ne, dann gehe ich einfach durch. Wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas ist anders an meinem Museum, dann drücke ich hier rechts den Schalter. Und mein Ziel ist es... Hallo, was lungerst du hier rum? Chefe, was ist denn los? Ich habe gefragt, was du hier machst. Ich bin ja Angestellter. So. Ja, mein Ziel ist es, 13 Mal in Folge recht zu haben, zumindest mit dem, was ich tue. Guck mal, sieht doch alles so aus, wie ich es kenne. Ach, wie schön. Guck mal, mein Elefant ist da. Meine Hirsche sind da. Oh, okay, ist doch alles in Ordnung. Da vorne kommt mein Chef wieder. Ich gehe hier nur meine Route. Läuft mir schon wieder hinterher, ne? Hier sind wieder unsere Füchschen. Zebras werden hier gefressen vom Löwen. Das ist nicht so, wie ich es kenne. Mülli, ich habe da was gefunden. Das möchte ich Ihnen einmal ganz kurz zeigen. Ne? Schreiben Sie sich das bitte auf und bis zum nächsten Mal ändern. Bis zum nächsten Mal ändern, ja? Frau Mülli? Habe ich nur an meiner Durchreise jetzt gesehen hier als Nachtwächter. Ne? So, gut. Das ist auch nicht so, wie es sein soll. Ein bisschen gehört schon das dazu, dass es ein bisschen gruselig ist, ne? Muss man einfach sagen. Guck mal, hier ist doch alles, wie es sich gehört, hä? Alles ist, wie es sich gehört hier. Der Chef kommt. Hallo. Das war alles in Ordnung. Ich habe das geklärt eben. Ich habe es Frau Müller gezeigt. Die hat das gefixt. Hör auf! Entschuldigung. Ich hau dem immer so gerne auf den Pöter. Ach, so kenne ich mein Museum. Hä? Gute Dame, das Museum hat geschlossen. Ne? Ist nicht ganz normal hier. Was macht die denn da? Oh, Frau Müller, ich hab hier wieder was gefunden. Unter dem Krokodilkopf bei King Kong. Bigfoot, eine Frau, die sich aufgespießt hat. Durch den Hinterkopf nach oben aus ihrem Mund raus. Lebt aber noch. Rufen Sie den RTW, ja? Over. Es sind jetzt schon 3 Tage in Folge. Frau Müller, haben Sie, ne? Haben Sie gerufen? Ja, hab ich gemacht, Schätzchen. Frau Müller, Ihre Augen. Ihre Augen bewegen sich ungleichmäßig. Oh, Frau Müller, Ihr Auge driftet. Gut, schönen Feierabend. Guten Tag, neuer Arbeitstag. Nachtwächter. Ich stelle mir manchmal so vor, wie dann so ein Intro kommt. Nachtwächter. Nachts im Museum. Und dann so ein paar Soundeffekte. So. Irgendwie sowas, ne? Wäre voll cool. Naja. Alles gut? Okay. Auf den ersten Blick ist zumindest jeder gegangen. Die Hirsche stehen. Ach, der Elefant. Höre! Benjamin, du kleiner Sohn. Huppala! Cheffe, ich bin's. Ja, ich weiß schon. Nachtwächter.
Ne? Ach, Mann. Aber bis jetzt ist doch alles okay, wa? Hier ist eigentlich nämlich der Pinguin. Die Frau haben sie rausgeholt. Läuft doch endlich mal was, ne? Guck mal, hier unterrichtet die Ziege wieder. Haben sie auch repariert. Das sieht doch gut aus. Ja? Sieht für mich so aus, als wäre hier nichts... Ey, ey, Frau Müller! Frau Müller! Frau Müller, hören Sie mir mal zu. Ja, ich höre. Im Westen nichts Neues. Also, nee, hier im Gang nichts Neues. Ich habe nichts gefunden. Ja? Ich verstehe. Machen Sie sich einen schönen Abend, Frau Müller, ja? Und Ihnen auch einen schönen Abend, ja? Hau ab, du Spinner. Manchmal bin ich ein Scharlatan. Wisst ihr, was ein Scharlatan ist? Als Scharlatan wird eine Person bezeichnet, die vortäuscht, ein bestimmtes Wissen oder eine bestimmte Fähigkeit zu besitzen. Das meinte ich jetzt. Ich wollte eigentlich nur witzig sein. Ich wollte eigentlich nur witzig sein. Ja, ich dachte, naja, ist auch egal. So, was haben wir hier? Hier wieder den Helm. Hier wird wieder genascht vom Boden. Hier ist die Bärenfamilie. So, hier sieht doch alles stabil aus. Hier fliegen die Vögel. Guck mal, Pinguin. Ha? Bigfoot. So, hier springt oben wieder der Bree hier runter. Sehr schön. Hier ist alles clear. Wie schön, wie schön, wie schön. Da hat jemand einen Automatismus angebracht. Ja, Frau Müller, da hier hat jemand einen Mechanismus angebracht an der Hand, glaube ich. Hier können Sie mal vorbeischauen, ich mache ein Foto. Frau Müller, alles entspannt? Schauen Sie gerne mal vorne vorbei. Da vorne in der einen Kiste. Da hat jemand einen Mechanismus angebracht, dass sich die Hand bewegt. Ne? So. Ich bin's übrigens, ne? Nicht, dass Sie sich fragen. Frau Müller, machen Sie sich einen schönen Abend. Schauen Sie nur kurz vorbei. Ansonsten ist alles Paletti, ne? So. Cool. So. Euch geht's gut, Jungs? Perfekt. Na? Axt. Frau Müller in Gang 3, ne? Der Elch ist am Urinieren. Das ist kein Codewort, der Elch uriniert. Was macht der? Ja, kommen Sie mal gerne mal vorbei, schauen Sie, was. Da hat jemand seine Fanta-Flasche drin versteckt, glaube ich. Frau Müller, bis gleich, ja? Machen wir mal hochkant, glaube ich, ne? Machen Sie sich einen schönen Abend. Tschüssi. Ja. Nicht pinkel, sondern dass meine Taschen... Naja. Alles Paletti hier? Das sieht doch gut aus hier, ne? Hier, schau mal. Alles in Ordnung. So, wenn du nochmal pinkelst, mach ich dich lang. Wenn du nochmal pinkelst, töte ich dich. Super entspannt, ne? Das sieht doch gut aus. Ich glaube, hier ist auch alles in Ordnung. Gut, Frau Müller. Ich glaube, auch jetzt ist wieder alles Paletti. Achten Sie bitte auf Ihr Auge. Essen Sie nicht so viel Zucker. Das macht Sie ganz blind vor Süßheit. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, ja? Ich bin das Taschenlampenmonster. Versteht ihr? Ist so meine Antenne hier oben. Okay, ich habe einen Fehler gemacht gestern. Das tut mir auch leid. Gut. Ich habe jetzt hier nichts feststellen können. Okay, Frau Müller. Ab jetzt nichts Spezielles. Was ist denn das? Frau Müller, das ist doch ein Gebiss mit der Glühbirne. Das geht so nicht. Gut, ich würde das melden. Fragen Sie den Chef, dass wir hier oben mal das austauschen. Hat jemand sein Gebiss oben hat jemand sein Gebiss oben vergessen, ne? Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Arbeitstag noch. Hauen Sie rein. Tschüssi. Hallo. Ey, wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Schauen wir doch mal, was wir hier heute feststellen können. Ne? Letzten Tage liefen nicht allzu gut. Hab viele Fehler gemacht. Gebe ich auch zu. Gebe ich klar zu. Ist my bad, ne? Dem Bär geht's gut. Dem Bild geht's gut. Schildkröte. Oder was auch immer das ist. Hier wird der Klasse hier was beigebracht. Wenn Sie Gang runtergehen, bei dem Bienenmann, da hat jemand irgendwie, ich weiß nicht, der hat eine allergische Reaktion oder so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ja? Achten Sie bitte auf Ihr Auge, machen Sie nicht zu lange, ja? Bis morgen. Ciao. Oh, die war teuer. Muss ich aufpassen. Guten Morgen. So, neuer Tag, neuer Dollar. Hier ist nicht viel los, auf jeden Fall. Das sieht auch nice. Oh, hi. Guten Morgen. Hab das gestern noch klären können mit dem Honigmann.
Ja. Ja, ne? Entschuldigung. Hier sieht alles gut aus. Na? Hier sieht alles gut aus. Guck mal. Frau Müller, würden Sie vielleicht die 110 wählen? Hier ist eine Frau in unserem Ausstellungsraum und das hält ein totes Lamm hoch. Die grinst mich ganz gefährlich an. Würden Sie einmal jetzt die Polizei rufen? Mach ich, Schätzchen. Dankeschön. Frau Müller, wenn die Polizei kommt, lassen Sie sie bitte rein, kümmern Sie sich drum, das geht gar nicht. Die hat da einer unserer Ausstellungsstücke komplett abgeschlachtet, die komische. Ich hau ab, tschüss. Alles gut hier? Hallo? Auf den ersten Blick sieht alles gut aus. So, hier wird gechillt, da ist alles in Ordnung. Die bleiben Sie mal weg, ich höre hier was. Okay. Frau Müller! Frau Müller! Frau Müller! Ah! Nein, ich bin einfach durchgegangen, ich Vollidiot! Ich bin einfach durchgegangen, weil ich Angst hatte. Ich bin so ein Hurensohn. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tag, Freunde. Blink, blink. Oh, warte. Alarm! Alarm! So, ja, ihr seht, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen, naja, wo ihr nicht da wart, ich habe ein bisschen Progress gemacht. Ich dachte mir, ich arbeite mal ein bisschen. Was hat denn der da im Mund? Warte. Ah! Frau Müller, bitte einmal im Gang, bitte. Der Bär hat einen Rubin im Maul. Frau Müller, einfach nur zum Bären vorne den Gang runter. Der hat einen riesigen Edelstein im Maul. Und der hat mich auch, glaube ich, also wenn der Rest Alkohol von gestern nicht noch in meinem Blut wäre, der hat einen riesigen Rubin im Maul. Ja, interessant. Passen Sie mal auf Ihr Auge auf, das wird immer schlimmer. Oh, nee, doch nicht. Alles nur noch. So, klick, klack. Und durch. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Manchmal hab ich's noch drauf, ey. Jawohl. So, noch 4 Stück. Hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. Da sieht's gut aus. Die Bärenfamilie ist komplett. Frau Müller? Ist heute Karneval? Gut, Frau Müller, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, okay? Nicht so viel sitzen, auch mal aufstehen. Schön strecken. Gut. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Auf den ersten Blick, alles so, wie ich es kenne. Bin ich ehrlich. Sieht ja alles zumindest erstmal aus, wie als wäre es beim Alten, ne? Bärenfamilie ist komplett. Lichterchen sind komplett. So, Sie sind auch komplett, ja? Hier ist alles gut. Guck mal, ob ich hier nichts zu beanstanden habe. Du, Frau Müller? Hier hat jemand wieder. Also der Affenkopf, der bewegt sich, der blutet auch aus der Nase. Gehen Sie einfach mal vorbei und fixen das. Oder melden Sie dem Mechaniker mal, ja? Tschüss, bis gleich. So, Frau Müller, wissen Sie Bescheid, ja? Hinten den Gang runter, rechts, oben der Affenkopf. Bewegt sich, blutet aus der Nase und so weiter. Frau Müller, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ja? Machen Sie es gut oder besser. Bis bald, tschüssi. Nochmal Feierabend für heute. So. Hallo, da bin ich wieder. Warte. So, ein neuer Tag. Hab mir heute einen kleinen Snacko mitgebracht. Waffel. Das sieht doch alles ganz gut aus, oder? Elche, die Rehe sind zufrieden. Hier sieht doch alles entspannt aus noch, ne? Nichts Außergewöhnliches, alles beim Alten. Frau Müller, hier liegt noch ein Besucher. Der hat 3 Zehen und der ist ganz nackt. Das fasse ich nicht an. Da will ich immer die Polizei einmal. Das ist bestimmt derselbe, der gestern hier für den Affen verantwortlich war. Unglaublich. Ich würde die Polizei einfach hochlassen, damit sie den abführen können, ja? Alles klar, bis morgen, ciao. Habe ich der Polizei abgeluchst? Haben sie liegen lassen, das ist dem einem runtergefallen. Ich war mir nicht so sicher, sage ich jetzt was? Weil er ist ja auch eine Polizistin, der kann mich ja festnehmen. Ist ihm runtergefallen, habe nichts gesagt. Die sind weggefahren mit dem Auto, habe ich aufgehoben.
Ist jetzt meine. Mikrofon festgebunden. Oh, ist noch von gestern. Chef? Der Chef kommt nicht. Das macht er nie. Chef? Oh mein fucking Gott, Chef! Ciao, Fummelde! Ciao! Ja, zufällig liegt der immer noch hier, ne? Jetzt hätte ich alles am Stück aufgenommen, ne? Nicht Tage nach. Okay. Alles gut, da kommt Chef doch wieder. Unser Wikinger-Dings ist gut. Fanti. Frau Müller, ich wollte dir nochmal persönlich danken. Dankeschön, dass Sie mich immer supportet haben. Ich möchte Ihnen eine Sache überreichen. Hier. Nehmen Sie doch gern einen Keks, Frau Müller. Ich hasse Kekse und dich auch. Dann bis bald, ja? Ich habe mich gefreut. Also ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt hier gerade eben abging, aber ich habe mich gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss, Freunde. Hier, Arschblinker. Das sieht man ganz. Tschüss!